Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch alle Informationen zur FNCS bzw. zur Fortnite Champion Series in Season 2 von Chapter 2 zeigen, was ihr dort alles beachten solltet, welche Teilnahmebedingungen vorausgesetzt werden und welche Zeitpläne dafür feststehen. Das alles in diesem Video. Wenn ihr solche Videos hier auf dem Kanal nicht verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da. Außerdem könnt ihr natürlich gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute die Hype Night zocken. Da wurde auch nochmal etwas geändert, das werde ich jetzt kurz nochmal in dem Video ansprechen. Und zwar haben wir jetzt diese Woche nur noch die Shadow Hype Night und die Ghost Hype Night Plus. Und in der nächsten Woche haben wir dann die Ghost Hype Night und die Shadow Hype Night Plus. Vorher hatten wir ja alle 4 Cups immer jede Woche. Jetzt eben halt immer nur abwechselnd jeweils die 2 Cups. Das ist so das Erste. Dann kommen wir mal zur FNCS. Was man überhaupt dort für Teilnahmebedingungen hat, ist eigentlich relativ einfach überhaupt nachzuschauen. Zum einen braucht ihr die Champion Arena. Das heißt, müsst ihr einmal einfach bei eurem Arena-Rang nachschauen, wie hoch ihr seid. 6000 Hype braucht man ja dafür, um in der Champion Division zu sein. Zusätzlich braucht man noch die 2-Faktor-Authentifizierung. Um das nachzugucken, schaut einfach einmal in eurem Spind und sucht nach Boogie Down, findet man relativ schnell. Wenn ihr diesen Emote habt, dann habt ihr auch die 2-Faktor-Authentifizierung. Wenn ihr den nicht habt, dann müsst ihr einfach auf YouTube einmal nach Fortnite 2-Faktor-Authentifizierung nachschauen. Dann solltet ihr es auch machen. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Video dazu gemacht habe. Schaut sonst einfach mal auf meinem Kanal nach. Ich denke mal, mittlerweile sollten es aber so oder so relativ viele gemacht haben. Dann kann tatsächlich jeder in diesen offenen Cup in der ersten Runde teilnehmen. Was allerdings noch wichtig ist, ist, dass ihr nicht als Konsolenspieler mit einem PC-Spieler und auch nicht mit einem Mobile-Spieler zusammenspielen könnt. Das heißt, ich glaube, Mobile und Switch gehören jetzt zusammen, dann eben mal Konsole, also Xbox und PlayStation bilden eine Gruppe und dann bilden eben halt noch die ganzen PC-Spieler eine Gruppe. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, dass wenn ihr mit einem Controller am PC seid, ob ihr dann nur mit Konsolenspieler und eben als Controller an PC-Spielern zusammenspielen könnt oder ob ihr halt dann als Controller-Spieler an PC nur mit PC-Spielern zusammenspielen könnt. Weiß ich nicht ganz genau, ist leider nicht ganz so offensichtlich, aber am leichtesten ist einfach, wenn ihr mit Keyboard am PC spielt, mit Controller an der Konsole, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass das funktioniert. Zusätzlich sind die ganzen besten Listen auch immer noch auf eine Region bestimmt, also ist es hier eben halt für uns interessant, was für Europa gilt, was dort für besten Listen sind. Ansonsten gibt es, glaube ich, in Asien und Ozeanien auch noch ganz andere Sachen, die so ein bisschen verändert sind als hier in Europa. Allerdings werde ich euch, wie gesagt, nur die Informationen in Europa hier liefern. Um dann auf jeden Fall hier in die zweite Runde vorzuschreiten, müsst ihr unter die besten 1000 Duos in der Plattformgruppe und der Region in diesem ersten Cup sein. Und dann habt ihr eben halt die zweite Runde freigeschaltet. Das erste Turnier beginnt morgen von 15 bis 18 Uhr und dann eben halt insgesamt über 4 Wochen. Jedes Wochenende eben halt wieder Samstag 15 bis 18 Uhr die erste Runde. Die zweite Runde ist dann immer von 19 bis 22 Uhr jeden Samstag. Und dann die dritte Runde, für die man unter die besten 50 Duos des Halbfinales kommen muss. Die ist dann am Sonntag von 19 bis 22 Uhr auch wieder alle Wochen eben halt. Um Preisgelder freizuschalten, muss man in die dritte Runde kommen, denn dort kann man selbst Letzter werden und man bekommt Preisgelder, allerdings eben halt noch nicht im Halbfinale. Das heißt, auch wenn ihr hier Erster werdet und nicht am Finale teilnehmt, bekommt ihr keine Preisgelder. Solltet ihr also auf jeden Fall auf die Bestenliste schauen, ob ihr in der nächsten Runde seid. Ansonsten verbaut ihr euch eben halt dort so ein paar Chancen. Allerdings gibt es auch nicht nur die Möglichkeit, Preisgelder zu verdienen. Ihr könnt auch nur im Halbfinale sein und Preisgelder verdienen. Denn es gibt natürlich auch nach dem Finale noch ein Season-Finale. Das ist ja im Prinzip nur das Wochenfinale. Und für Season-Finale muss man entweder unter die besten 20 Duos der jeweiligen Plattformgruppe und Region jede Woche kommen. Also eine Woche muss man kommen und dann ist man eben halt im Finale. Und wenn einer bereits qualifiziert wurde in den ersten 20, dann wird er immer sozusagen ausgeblendet und dann ist der 21. sozusagen auch noch unter den besten 20 und kann dann auch am Ende am Finale teilnehmen.
Außerdem bekommt man ab der Top 1000, also ab dem Zeitpunkt, wo ihr im Halbfinale seid, Champions Series Punkte. Die werden über alle 4 Wochen zusammengerechnet und von dort, von dieser Bestenliste, die ihr auf der Epic Games Homepage nachschauen könnt, von dort kommen die besten 120 Teams eben halt auch nochmal ins Finale. Das heißt, dort habt ihr auch nochmal eine weitere Möglichkeit. Wie gesagt, die beiden Möglichkeiten hat man eben halt, entweder best 20 Teams im Finale oder best 120 Teams in der Series Bestenliste. Allerdings bekommt ihr für die Platzierung in der Series Bestenliste nicht direkt Punkte, eben halt dann am Ende nur, um ins Finale zu kommen. Das steht leider noch nicht fest, allerdings kann ich euch ja ein bisschen an dem Champions Series in der Season 1 zeigen. Dort war es ja im Teams-Format, ist aber sehr, sehr ähnlich. Wir werden wieder 4 verschiedene Cups haben. Dort werden alle Spieler zufällig eingeteilt, beziehungsweise weiß ich gar nicht, kann sogar sein, dass die aus der ersten Woche hier am ersten Heat landen und dann die zweiten eben halt in diesem zweiten Heat, oder es wird einfach komplett zufällig zusammengewürfelt. Zeitpläne dafür stehen, glaube ich, leider auch noch nicht ganz fest, werden dann aber irgendwann noch kommen. Und von dort aus kommen immer die besten 12 dann ins richtige Finale vor. Und die kämpfen dann eben halt mit insgesamt 48 Duos. Also eben halt einen aus diesen 4x12 besten Teams. Die kommen dann eben halt ins Finale. Und dort kämpfen die eben halt dann um die ganz großen Preise. Um die, glaube ich, bis zu 70.000 Dollar auf PC in Europa. Ist auf jeden Fall eine Menge Geld. Ich glaube, auch wenn man letzter wieder in den Heats hier wird, in den einzelnen, dann bekommt man sogar trotzdem nochmal zusätzlich Cash. Weiß ich aber nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist das ordentlich etwas, was man verdienen kann. Das ist soweit das, was man bei dieser FNCS beachten muss. Ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ist eben halt nur über sehr, sehr viele Runden aufgeteilt. Jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also, um ins Halbfinale zu kommen, braucht ihr die besten 1000 Teams, beziehungsweise die besten 1000 Duos. Um ins Finale zu kommen, müsst ihr unter den besten 50 Duos sein. Und dann, um ins richtige Season-Finale zu kommen, müsst ihr darunter wieder unter den besten 20 Duos sein. Oder ihr müsst in dieser Champions Series Bestenliste unter den besten 120 Duos sein. Dann im Finale müsst ihr in den einzelnen Heats, also in einem der einzelnen Heats, unter die besten 12 Duos kommen. Und dann habt ihr den Zutritt zum richtigen Finale, das dann irgendwann am Ende der Season stattfinden wird. Irgendwann so Ende April sollte das, glaube ich, so 19. April irgendwann in dem Zeitraum stattfinden. Das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt natürlich gerne euren Feedback in die Kommentare und ich wünsche jetzt viel Spaß noch mit anderen Videos hier. Ich hoffe, wir sehen uns natürlich nachher im Stream wieder und bis dahin, ciao.